Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit dem grandiosen Hoshi. Hallo Hoshi. Hallo, begrüße. Und den nicht minder grandiosen Olli. Hallo Olli. Servus. Heute haben wir uns wieder hier in den heiligen Hallen sozusagen versammelt, um über BattleTech zu reden. Und wir fangen mal mit den aktuellen Themen an. Und zwar BattleTech, das Spiel von Harebrain Schemes oder wie das heißt. Ich spreche es immer Harebrain Schemes aus, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Also Harebrain hört sich besser an. Oh, okay. Dann der letzte DLC vom Season Pass ist Delivered. Ja, der hieß irgendwie Metallica, Anthrax, Megadeth oder sowas in der Richtung. Ach nee, Heavy Metal. Ha, 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 ha. Flachwitz. Okay. Jetzt der Hoshi weg. Hoshi raus, aber der kommt gleich schon wieder. Also soll ich ein bisschen was erzählen? Ja, bitte, du hast es ja gespielt. Ja, also ich habe mir installiert, eigentlich wider Willen, weil ich hatte mir schon den Patch 1.7 nicht installiert. Und der Hoshi ist übrigens wieder da, du kannst ihn wieder reinziehen. Ja. Wenn es geht. Jedenfalls habe ich mir wieder schweren Herzens installiert, weil ich habe ja diesen Mod 3025 Extended Commanders Edition drauf und der letzte Release war nur zu Patch 1.6. Deswegen hatte ich 1.7 eigentlich schon ausgespart und war deswegen bei Steam so oft offline, weil ich keinen Bock hatte, dass mein Installer dann anfängt zu rödeln, wenn ich irgendwas mache. Oder der Updater. Jedenfalls, ich bin nicht enttäuscht, aber ich hatte jetzt auch keine großen Erwartungen, weil all die oder praktisch alle Mechs, die jetzt mit Heavy Metal gekommen sind, bis auf den ganz neuen da, hatte ich ja mit dem Mod schon und deutlich mehr sogar. Und der Mod funktioniert jetzt halt auch gar nicht mehr mit 1.8. Also, und ich habe jetzt nochmal eine neue Kampagne angefangen und wieder mal festgestellt, wie im Vergleich, selbst mit allen drei DLCs, limitiert die Vanilla-Version ist. Ich habe mich so an diese tollen Features aus dem Mod gewöhnt, sowas wie, dass Piloten auch auf einer Maschine besser werden. Das heißt, wenn ich einen Piloten sehr lange auf einem Shadowhawk fahre, bekommt er halt zusätzliche Perks, plus 1 Piloting, plus 1 Gunnery, erhöhte Sensorreichweite und all solche Scherze, ne? Mhm. Dann neigt man auch dazu, die Piloten auf diesem Mech dann halt regelmäßig einzusetzen. Das wird dann sein persönlicher Mech. Und auch Fatigue, also Erschöpfung, spielt dann eine Rolle, dass du halt nicht irgendwie an einem Tag 5 Missionen am Stück machst, sondern dass die Piloten dann auch schlechter werden, beziehungsweise nicht mehr so viel von diesem Dings aufbauen, hier diese. Ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das, wo man dann halt diese Call-Shots machen kann und so weiter, ne? Aber soll es für die neue DLC dann, also für diese Version 1.8 jetzt dann nicht eigentlich dann leichter sein, Mods zu erzeugen, etc.? Ja, sie müssen aber erstmal aktualisiert sein, das ist das Problem. Also du grundsätzlich hast du recht, ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, Mods hinzuzufügen über das Menü, also dieses ganze Gekrebse eben auf dem in der Datei, das ist dann hoffentlich dann jetzt beendet. Ich konnte es halt noch nicht ausprobieren. Und ich war dann natürlich sofort nochmal auf dem Discord-Kanal von dem Mod-Team. Und da war auch einer der Modder anwesend. Und der sagte so, ja, sie sind noch nicht fertig, weil es sind mehrere Leute beteiligt. Und der Patch ist halt unglaublich umfassend. Und deswegen müssen sie halt sehr, sehr viele Dateien anfassen, damit sie die Kompatibilität herstellen. Und es gab ja sogar nur zu Patch 1.7 so eine Beta-Version, die ich ja gar nicht installiert hatte von dem Mod. Also ich bin momentan für mich ist es eher nachteilig. Aber das sagt jetzt nichts über die Qualität des DLCs an sich aus. Ich bin schon jetzt im einen oder anderen Mech über den Weg gelaufen und ich finde die Idee mit diesen Spezialfähigkeiten der Mechs ganz cool. Ich habe jetzt halt den Phoenix Hawk, dann bekommt man ja sehr früh, wenn man eine neue Kampagne anfängt. Und der hat so besondere Thruster, also so Schubdüsen, und der kann dann besonders geil springen. Und Perks, die Mechs individueller machen, finde ich grundsätzlich schon mal sehr, sehr geil. Mhm. Ja, definitiv. Also das ist ein Vorteil. Das könnte man auch gerne für die Mods übernehmen oder nur 1:1. Aber wie gesagt, in Summe
ist es eher momentan, habe ich dadurch weniger Lust auf Battletech durch den Patch. Super, aber mit dem Patch ist doch jetzt endlich der Marauder da. Den hatte ich ja vorher auch schon. Ich habe ja vor Marauder in allen Formen. Es sind sogar weniger, also ich bin mir nicht ganz sicher. Die Leute haben gefragt, sag mal, welche Marauder-Varianten sind denn jetzt in Heavy Metal drin? Und bisher sind die Leute nur über den Standard, den 3R, gestolpert. Und es scheint so zu sein, dass der L, M und der D gar nicht enthalten sind in Heavy Metal. Also es scheint. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen gesehen, außer den 3R. Den habe ich schon gesehen jetzt in Heavy Metal. Ich habe den Thread jetzt auch nicht weiter verfolgt. Vielleicht sind die einfach nur super selten. Das kann natürlich sein. Oder wir haben zufälligerweise die Leute, die sich an der Diskussion beteiligt haben, im Battletech International, haben den halt nicht gefunden, sondern immer nur den 3R oder so. Aber wenn das so wäre, dass die Versionen fehlen, fände ich schon schade. Also es ist irgendwie der Marauder 70 und 75 Tonnen dabei, habe ich gelesen. Was? Gibt keinen 70, soweit ich weiß. Ist mir jetzt auch keiner bekannt, dass es einen 70 Tonnen Marauder gibt. Und ich habe alles von zu Hause Marauder. Als Kuscheltiere, ne? Ah, halt nein, sorry. Marauder 75 und Warhammer ist drin. Ja, genau, 70. So. Der ist drin, ja, genau. Genau, Warhammer 70, ja, genau. Ja, also was ich ganz cool finde mit dem Mod ist, dass man jetzt zusätzliche Kameras hat in der Mech Bay und dass man sich die Mechs dann auch aus der Nähe angucken kann. Ich habe das Gefühl, sie haben an den Camos was gemacht, an den Paint Schemes insgesamt. Die Qualität ist deutlich besser, weil man sich das jetzt auch aus der Nähe angucken kann. Das ist auch ganz sinnvoll. Und da habe ich auch schon ein bisschen virtuell herumgepinselt. Also das gefällt mir ganz gut. Hm. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt ist, hat irgendjemand schon mal was gehört, wie es weitergehen soll? Echt, ehrlich gesagt, nein. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, vor allem, weil sie jetzt ja auch dann New Tech mit eingeführt haben. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es jetzt dann, also das Ding war ja sehr, sehr erfolgreich und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt sterben lassen. Die werden jetzt auf die Clan-Invasion umschwenken. Das ist also ist viel schneller als, wir haben ja von vor, was weiß ich, wir Battlepot schon darüber gesprochen. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass sie den vierten Nachfolgekrieg und mit irgendwelchen Kampagnen da und Ronin-Kriege und so weiter. Ich fürchte nicht, dass das kommen wird. Ich glaube, das nächste Spiel werden sie halt jetzt ankicken, gerade mit der Clan-Invasion von Battletech und MechWarrior 5, das ja auch sehr weit mit der Technologie geht, dass sie da jetzt sehr bald sagen, hey, wir machen HBS Battletech 2 und mit Clan-Invasion. Geil. Und alle so, yeah, MadGet. Und dann sind wir halt schon wieder bei ERBBC und naja, sind wir jetzt eh schon gewissermaßen. Ja, also die es gibt natürlich, muss man auch sagen, es gibt halt viele Fans von den Clans, ja, vor allem auch Amiland. Im Amiland, genau. Und da ist das sicher ein Seller, ja, absolut. Definitiv, wenn man Geld verdienen will, muss man es machen. Ich finde es trotzdem schade, weil ich hätte einfach gehofft, dass sie, weil das ist auch die 3D DLCs, ich meine, die sind alle nett, ne? Und immer wieder mal ein Flashpoint, aber das ist alles nur so an der Peripherie unten und das, was die Innosphäre wirklich bewegt hat, vierter Nachfolgekrieg, das ist alles nicht drin. Und das ist so ein bisschen ein Downer bisher. Wie gesagt, ich mag mich irren, vielleicht kommt ja noch was will ich jetzt nicht, aber es riecht alles danach, ne? Und vor allem mit den neuen Technologien, die sie da jetzt auch eingeführt haben. Also von daher, warum sollten sie jetzt die neuen Technologien einführen und dann noch ein vierte Nachfolge-DLC irgendwie anbieten oder eine Version, die da in die Richtung geht? Finde ich einfach schade. Ja, bin ich mal gespannt. Es ist ein bisschen wie beim Sex, scheiß das Vorspiel gleich mal, ne? Es fühlt sich so immer so übersprungen an und ich finde, das ist eigentlich für viele immer noch die spannendste Phase. Und wenn man die gut erzählt, es sind nicht die Claner an sich, die den Spielratsus machen, sondern einfach gute Geschichten. Und davon fand ich also alle DLCs, alle drei, haben zwar einzelne Flashpoints geboten, die auch cool waren, aber nochmal so eine Kampagne einfach in einem anderen Rahmen, hätte mich jetzt halt einfach gekickt. Also wir könnten jetzt noch einen anderen Podcast machen mit Olli steht auf Vorspiel. Aber ist okay, also das können wir mal ins Auge fassen. Ja, sehr gut. dann MechWarrior 5 geht die Beta
los demnächst. Also morgen. Heute, genau, also heute ist der 25.11. Also morgen am 26. geht die Beta dann offiziell los. Ja, das Betachen, ne? So richtig Beta ist es ja nicht, muss man mal fairerweise sagen. Es ist ja mehr so ein paar Demo-Level, die sie da machen. Und dass man als Bäcker oder als Early Bird da so schon mal ein bisschen was spielen darf. Die werden sicherlich ein paar Erkenntnisse daraus ziehen, aber also was jetzt, wir am 10. Dezember ist Release, noch nicht gefixt haben, das wird dann schon knapp. Aber ich bin heiß. Genau, aber mich wundert vor allem auch, dass es gibt sehr viele Screenshots und alles Mögliche, was man so findet, ja, von diversen Leuten im Netz. Was mich ein bisschen mulmig stimmt, ist, es gibt fast so gut wie kein Videomaterial. Nee, jetzt gerade ist ja ein neuer Trailer rausgekommen, den sie auch extra anscheinend für die Epic-Plattform produziert haben. Ne? Also genau, Trailer ist gut. Ja. Ich meine halt, bei vielen Spielen gibt es jetzt, wenn sie so kurz vorm Release sind, gibt es dann so ein Gameplay-Demo. Also so nicht jetzt Trailer geschnitten, wo man dran rumoperieren kann, sondern so richtiges, sag ich mal, Gameplay-Demo, ein Level durchgespielt oder irgend sowas, ja. Und oder die ersten 10 Minuten oder irgend sowas, ja. Und das geht mir ein bisschen ab, sag ich mal. Nee, das ist ja doch der Play-Trailer, den sie jetzt gezeigt haben, ist doch genau das eigentlich, was du forderst. Habt ihr den nicht gesehen? Schon, aber mir kommt es trotzdem, also mir kommt es schon gecuttet und geused vor, ja. Also es kommt mir nicht komplett, also. Nein, ist nicht komplett, definitiv. Ist auf die Highlights reduziert. Genau. Es fängt ja mit einer Mission an, zerstöre hier das Depot. Da legt er dann noch, ich weiß nicht, was ist da, mal ein Kommando oder was auch immer um, ne? Und rennt einmal das Gebäude, dann kommt ja schon der Leopard und nimmt die und holt dich ab. Dann baust du dir deinen Atlas zusammen, fliegst einmal durch den Kurita-Raum und dann gehst du halt mit der Lanze ins Gefecht, legst die Verteidiger um und zerstörst halt dieses Comstar-Gebäude und dann ist die Mission gewonnen. Also das ist schon ein Warfare, aber halt eng verdichtet. Ich finde es aber super gut, einfach, weil sie haben ja vorher unglaublich lange und noch eher abturnende Videos gehabt, so mit diesem einen Shadowhawk, der da stundenlang rumgesprungen ist, oder der Atlas, der da stundenlang irgendwie durch die Gegend watschelt. Ne? Also ich fand das jetzt geil und das hat mich ähnlich gekickt wie das allererste Video, was sie da gezeigt hatten, mit dem Shadowhawk gegen den Raven und mit den Landungsschiffen. Also das fand ich auch super fett und das jetzt auch wieder. Also Anfang und Ende sind geil und dazwischen waren viele Videos, wo ich eher so ja, mal gucken, war. Also wir berichten. Ja, ja, auf jeden Fall. Eins will ich noch sagen. Also ich fand die AC20 fand ich super fett. Das war ja so ein Ratatatron. Ja. Und ich, genau. Und nicht nur so ein Bumm. Ja, also viele glauben ja, die AK-20 ist einfach nur eine große Kernkugel, wie jetzt in MWO. Aber ist ja nicht. Sind ja 20 schnelle Schüsse oder so. Ja, also laut Lore wird das, also in den Büchern wird das mal beschrieben, dass das eine Art Schnellfeuerkanone ist halt, ne, die halt dann ballert, aber irgendwie haben sie mal mit in dem MacFarry haben sie es angefangen und bei 3 war es ja dann so, wie es eigentlich auch im Lore ist, ne, im 3er und im 4er, glaube ich, waren sie schon wieder nur, obwohl in dem 4er bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube im 4er haben sie auch mehr Granaten, aber durch MacFarry Online hat sich das ziemlich das Bild geprägt, dass es halt eine große Mumpel ist, ne. No. Genau, eigentlich die Ultra-AC von den Clans in MBO ist eigentlich eher das, was eine normale AC auch sein sollte. Genau. Und die UAC sollte viel schneller sein. Genau. Und deswegen jammt die nämlich auch so gerne. Ja, aber ich bin heiß, ich hab total Bock und freue mich schon auf den nächsten Battlepod, wenn wir dann berichten können, wie es gefällt und ob das Spiel die Erwartungen erfüllt. Genau. Schauen wir mal. Dann Battletech Kickstarter-Kampagne. Der Late Pledge hat angefangen. Also man kann jetzt, wenn man mitgemacht hat, sich sagen, hier, ich hätte gern noch jenes, meine Bestellung soll so aussehen. Ja, ich habe das Portal noch nicht gesehen, weil ich habe ja mit Onay zusammen bestellt. Onay war ja auch schon mal Gast und ist ja der aktuelle CEO der 36. Dion. Und er war jetzt länger im Urlaub. Ich glaube, ich darf sagen, wo er war, oder? Was meint ihr? Ich denke auch.
das Land. Er war nämlich in Japan. Und das ist für uns Kuritisten natürlich dann die Wallfahrt sozusagen, wenn man das einmal macht im Leben. Ne? Und ja, wenn er jetzt wieder da ist, dann werden wir mal uns zusammensetzen und unser Setup zusammenschneidern. Und ich freue mich schon total drauf, weil ich habe aus der Grundbox und der Einsteigerbox schon jetzt die Mechs größtenteils bemalt. Und die gefallen mir außerordentlich gut und es hat super viel Spaß gemacht zu bemalen. Und kaum erwarten, Warhammer und Co. und Marauder dann auch in die Hände zu kriegen. Mhm. Meine Bestellung habt ihr noch im Schirm oder soll ich die nochmal nach euch schicken? Die musst du ohne, ich kann ja eh nichts machen. Also ohne ist er der Ansprechpartner. Ne? Ja, dann schicke ich dem nochmal. Ich kann ihm nur Geld schicken. Mehr kann ich nicht tun. Das mag ich auch. Ich habe jetzt noch gerade ein ganz anderes Thema gesehen. Jetzt hier gerade noch gesehen. Und zwar Blade Runner ist jetzt 1982 ist es gestartet und zu dieser Zeit spielt er 37 Jahre in der Zukunft, also November 2019. Ja, ja, das ist schon klar und vor allem deswegen auch so irgendwie ganz witzig, weil dieses komische Auto von Elon Musk da aussieht wie diese Blade Runner Autos. Also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es rein zufällig das Design so genommen wurde oder gemacht wurde. Ja, es gab ein paar Livestreams ja auf YouTube, da haben sie ja auch gezeigt, dass offensichtlich der Elon Musk vom Film Blade Runner und vom Film Blade Runner 2049 die Autos dort stehen hatte. Die hat man nur auf der offiziellen Live-Übertragung nicht gesehen. Ah. Ja. Ah, cool. Der okay. hatte die Movie-Props quasi dort vor Ort stehen. Zusammen mit einem DeLorean von Back to the Future. Oh, cool. Ja, dann wird es viel klarer, warum er das so gemacht hat, wie er es getan hat. Also, es ist nicht meins, das Design, sowohl vom Blade Runner als auch jetzt von diesem neuen Karren, aber die Idee ist witzig. Genau, es ist absolut das hässlichste Auto, das ich je gesehen habe, aber es ist cool. Ja. Ja. Ach, apropos, Hoshi, ich habe am 7. Dezember meine Probefahrt bei Tesla. Ja, super. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich bin super gespannt. Also, ich habe da richtig Bock drauf. Wo kann man das denn machen? Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, also, hier, guten Tag, wo? Ich will. Im Goldhammer in Nürnberg ist Tesla und einmal noch einmal in der Stadt selber. Und ich arbeite hier in der Nähe und dann bin ich halt einen Morgen mal vorher da vorbeigelaufen und habe gesagt, hey, wie schaut's aus? Ich habe mal Bock, interessiere mich dafür und ich möchte aber so ein Fahrzeug mal gefahren haben, bevor ich da ernsthaft Pläne schmiede. Mhm. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Also ich hätte ja, glaube ich, an dem Tag so auch direkt fahren können, aber ich musste ja arbeiten. Also von daher habe ich mir lieber einen entspannten Tag rausgesucht. Ja, das ist cool. Wir sind gespannt. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, oder? Ja, nee, jetzt kommen wir erst noch zu den Kommentaren. Ach, Kommentare, genau. Ja, also wir haben viele Kommentare erhalten, danke dafür. Wir freuen uns, dass so viele Leute die liebe Battletech durch uns wieder erweckt haben. Es freut uns sehr und immer wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Eine Frage war unter anderem, er würde gerne die Bücher nochmal lesen. Also wir haben vorgeschlagen, auf jeden Fall mit der Grey Death Legion mal anzufangen, mit den ersten drei. Danach Schwert und der Dolch, dann Engord, Riposte und Coupé. Genau. Dann würde ich persönlich mit Wölfe an der Grenze und dann ein Erbe für den Traum weitermachen. Und dann geht es ja dann auch leider sehr bald zu den Clan schon rüber mit dem Zeitsprung. Aber bis dahin, ich glaube, da hat man schon ein sehr gutes Verständnis dafür, was die Innersphäre bewegt. Und vor allem, man hat auch wichtige Protagonisten für später schon kennengelernt, so wie Hanse Davion und die Wolfsdragoner. Mhm. Genau, also ich muss auch sagen, diese ersten Bücher sind für mich wirklich so auch die vom Zusammenhang und von allem wirklich am besten geschriebenen. Man kann sie oft verurteilen, dass es halt so, Olli sagt immer so wie den Over-Superstar und den ich, wie sagt man so schön, Convenient Hero gibt, ja. Aber, Convenient Hero ist gut. Aber es ist wirklich vom Schreibstil hat man halt auch sehr oft diesen. Also vor allem, wenn man es das erste Mal liest und das macht der Wille da quasi, der dann einen Kommentar geschrieben hat, glaube ich, hat man sehr viele so What the fuck-Momente und richtig coole Momente da drinnen, wo man sagt, okay, das zieht mich rein in das Universum.
Ja, und ich finde auch, die ersten Bücher sind noch in Summe noch viel positiver, so die Heldencharaktere. Genau. Natürlich gibt es auch Bösewichter, aber die viele der späteren Romane sind auch deutlich zynischer und so erwachsener in einer nicht so sympathischen Art, ne? Mhm. Mhm. Was ist denn mit den Büchern? Das ist, glaube ich, auch eine Trilogie, wo man wie heißt denn der dann zu den Clanern wechselt und da auch... Fallen Kerl? Genau. Was denn, das ist auch eine Trilogie. Das ist die Blood of Kerensky Trilogie, Blutiges Vermächtnis und so. Also die kommen direkt danach. Also wenn man ein Erbe für den Drachen gelesen hat, macht man genau mit der Blood of Kerensky Trilogie weiter. Und die finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich habe sie vor wenigen Jahren noch gelesen. Mhm. Und wenn man halt auf Stackpole-Charaktere klarkommt, ne? Also so, wie heißt es, Convenient Heroes oder was? Genau. dann ist die großartig. Also die Szenarien, die Stackpole aufbaut, egal ob bei Battledeck oder bei Star Wars halt auch mit Grogu Squadron, finde ich spitze. Also es ist, er baut immer wirklich spannende Handlungsbögen auf, positioniert seine Figuren und vor allem, was ich halt auch toll finde, am Ende der Geschichte gibt es immer eine Auflösung, wo man das Gefühl hat, der hat sich gleich von der ersten Seite was dabei gedacht. Viele moderne Autoren, habe ich den Eindruck, nicht alle natürlich, fangen erstmal an zu schreiben und gucken so auf dem Weg dahin, wohin sich die Story entwickelt, und das liest man auch oftmals heraus. Mag vielleicht sogar ein bisschen realistischer sein, aber ich mag einfach eine gut erzählte Geschichte, wo du eine Klammer hast und am Ende des Tages sozusagen merkst, ah, alles da, jetzt schließt sich der Kreis oder jetzt ergibt das alles Sinn, ne? Und, meine persönliche Vorliebe. Ja. Dann hat Volker P. uns noch geschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal, er fängt mit Einspruch, euer Ehren, an. Es geht um den Angriff auf Morgan Hasek Davian. Genau. Morgan Hasek Davigon, also er hat das anders in Erinnerung und in Sana steht es wohl auch anders. Winston erfährt in den Auszeichnungen von Morgan, die er für den Fall seines Ablebens hinterlassen hat, dass er dieses Viererteam von Nikigami an Bord gibt. Das ist aber ein persönliches Geschenk des Koordinators an Morgan, und diese Ninjas sollen bei den Invasionen zur Jagd auf High-Value-Targets der Pader eingesetzt werden. Mhm. Bei den Untersuchungen des Mordes an Morgan, alter Schwede, was ein Zungenbrecher, ergeben sich an Bord des Flaggschiffes insgesamt 5 Verdächtige, deren Persönlichkeiten, wie es scheint, gefälscht sind. Bei den Befragungen dieser Verdächtigen kommt es zum Showdown mit dem wahrscheinlichen Attentäter, der von Winston erschossen wird. Allerdings, genau, Lucas Penrose. Genau. Der wurde dann erschossen und der hat kurz vorher einen vergifteten Wurfstern nach Winston geworfen, der danach verschwindet. Winston erhält unter der Hand von Nikakami, dass es sich bei dem getöteten Attentäter mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Loki-Agenten handelt und damit eigentlich klar ist, wer hinter dem Attentat steht. Naja, mit großer Wahrscheinlichkeit und klar, das widerspricht sich schon mal ein bisschen. Also erstmal, ja, Der Kommentator hat recht. Wir hatten das nicht mehr ganz richtig in Erinnerung. Die Nikigami hatten nicht zwingend was damit zu tun. Es kann sein. Und es wird trotzdem relativ offen gelassen. Damit lagen wir schon mal richtig. Aber tatsächlich lag der Verdacht auch nahe, dass es halt Loki ist und dass da die gute Katharine Steiner Davian dahinter steckt. Genau, also es ist natürlich klar, Morgan war eine Integrationsfigur, ja, und wenn der zurückkommt, wäre unser heutiges Thema vielleicht anders ausgegangen, ja, weil der halt ein sehr starker Protagonist war und sowohl die Steiner-Leute als auch die Davian-Leute sehr hinter dem gestanden sind. Ne? Also war wirklich eine wirkliche Integrationsfigur auch. Und damit wäre es natürlich offensichtlich gewesen, den aus dem Weg zu räumen aus ihrer Sicht. Man darf aber auch nicht vergessen, es gab genügend, ich sage jetzt mal, Liao-Kurita-Austausch. Ja? Und Liao hatte auch genügend Gründe, um den Morgan irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja?
Also ich sage mal, ein Sleeper Agent aus dem Kurita-Raum auf dem Schiff hätte genauso mit dabei sein können. Deswegen wird das ja so schön offen gelassen, weil es gibt viele Möglichkeiten, die da mitspielen, ja. Und so bis hin zu, sage ich mal, geheimen Plänen, die da Takashi Kurita noch im Hintergrund quasi gelassen hatte, ja. Ist alles möglich, sage ich mal, ja. Loki ist das Wahrscheinlichste und die Nekigami tatsächlich, also weisen darauf hin, ja. Aber wie gesagt, ganz aufgeklärt ist es halt nie geworden. Genau, was auch gut ist, weil das lässt halt Platz für Diskussion und auch Fantasie. Ne? Das finde ich schön. Aber sonst gut aufgepasst und sorry dafür unsere Ungenauigkeit. Genau. Wir versuchen ja meistens nur eher einen groben Eindruck zu bringen. Ansonsten würden wir 3 Stunden für einen Monat reden können. Oder noch genau, also die Storylines sind halt sehr, sehr detailliert, ja, und wir machen halt kein 1:1 Nacherzählen der Bücher natürlich, ja, und vor allem es gibt ja extrem viel Extended Source Material, ja, Source-Bücher, alles Mögliche, ja. Manche Webseiten vor allem, also Sana ist ziemlich genau, aber es gibt ein paar andere Webseiten, die vermischen ja teilweise sogar Fanfiction mit richtigen Dingen, aber das muss man immer ein bisschen aufpassen. Okay. Dann nun schon sind wir ja schon bei Katharina Steiner. Ja, unsere Freundin. Genau. Und deswegen kommen wir zum Bürgerkrieg des Federated, des Vereinigten Commonwealths. Ja, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Genau, ich würde gerne ein paar einleitende Worte dazu sagen. Also erstmal, für viele Fans ist das der letzte große Handlungsbogen, der wirklich praktisch der ganzen Community gefallen hat. Also bis auf die reinen 3025er Puritisten, für die Zeitrechnung im Jahr 3049 endet. und es ist tatsächlich wahr, weil das ist sozusagen das letzte vor dem großen Schisma im Battletech-Universum, dem Dschihad und dem anbrechenden Dark Age sozusagen, der auch forciert wurde durch sich verändernde Spielgewohnheiten und einem neuen Lizenzinhaber und so weiter und so fort und dass es von Phaser wegging. Phaser hörte ja auf zu existieren in diesen Jahren und daher ist es sozusagen in vielen Augen so der letzte große Wurf, vor allem, weil halt auch Computerspiele damit auch wieder einhergingen. Unter anderem halt hier die MacWarrior 4 Vengeance und die Add-ons Black Knight und, nicht Black Knight, sondern Black. Ah, ich hab's hier im Regal stehen. Warte eine Sekunde, ich guck's mir eben an. Und Mercenaries auf jeden Fall. Aber vorher war's. Wo ist es denn? Black Dingsbums auf jeden Fall. Ich habe es gespielt, glaube ich, 3-mal durch oder sowas in der Richtung. Aber ich kann jetzt gerade die Packung nicht sehen hier bei mir. Habt ihr es gerade im Kopf? Nee, leider auch nicht. Ne? Sobald ich sehe, werde ich dann einfach dazwischen rufen. Keine Sorge. Jedenfalls, das war so die letzte große Geschichte eigentlich, zusammenhängend. Und das war auch nochmal da, wo dann... Stackball war ja quasi schon aus der Ausscheiden sozusagen aus der ganzen Battletech-Geschichte, hat damals dann andere Bücher geschrieben und von daher ist es für mich nochmal so ein Bedürfnis gewesen, das komplett zu lesen. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und ich war erstaunt, wie gut das eigentlich alles war und heute, als ich das hier vorbereitet habe, war es halt auch, fiel mir das auch nochmal ins Auge. Black Knight, wirklich? Ja. Mhm, yep. Okay, dann Black Knight. Fein. Federated Commonwealth hat in nur wenige Jahre eigentlich stattgefunden, von 3062 bis 3067, war aber in dieser kurzen Phase, was die Militärs angeht, wesentlich zerstörerischer als viele andere Konflikte vorher zusammen. Klar. Es wurden keine Atomwaffen eingesetzt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Es wurden keine biologischen Waffen und so weiter. Aber die konventionellen Kämpfe waren derart intensiv und langfristig, dass hauptsächlich die Streitkräfte des Vereinigten Commonwealth, also Davian und Steiner, daran gelitten haben.
die vorher so ein zentraler Machtblock war, der eigentlich kaum zu überwinden gewesen ist, selbst für die Clans. Aber auch die Anliegerstaaten, also das Draconis-Kombinat, die Liga Freier Welten, die Kapellanische Konföderation und auch Clan Jadefalken sich am Ende des Tages da beteiligt haben. Und jede Menge Söldeneinheiten und hunderte von Regimentern wurden in diesen 5 Jahren vernichtet. Sag du. Ja, ich sag, es ist fast, also vor allem, weil die Bücher ja auch, die Storyline relativ flott vorangetrieben wird in den Büchern, ja. Ist es wirklich gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, was da wirklich alles drauf geht. Also wenn man sich da quasi nicht ein bisschen damit beschäftigt, weil da werden wirklich teilweise Regimenter auf in ein paar Sätzen weggewischt oft, ja. So Kriegsbericht. So. Ja, also das ist wirklich, weil unglaublich viel halt simultan passiert. Und das ist so in vielen Fällen so eine Art Stalingrad. Das heißt, irgendwie auf einem Planeten wie Katil, da kommen wir gleich nochmal zu, wird halt sehr, sehr lange gekämpft und es werden immer wieder Einheiten von beiden Seiten nachgeschoben, wenn sozusagen die eigenen Truppen drohen, die Luft auszugehen. Und das, wie man im Englischen sagt, man dazu Meat Grinder, also so ein Fleischwolf, ne, durch den die halt gedreht werden. Und vor allem, weil auch die Brüche oftmals durch die Einheiten gehen. Das heißt, irgendwie so ein Drittel des Regiments hat sich loyal zu Davian erklärt, 2 Drittel zu Steiner und dann gehen die sich gegenseitig an die Kehle. Das heißt, Leute, die vorher zusammen gekämpft haben, getrunken haben, Paare werden zerrissen, quasi Familien halt auch, weil der Bruch zwischen, wie es halt bei Bürgerkriegen so ist, hier, Ecke, du bist ja ein großer Kenner des amerikanischen Bürgerkrieges, das ist niemals schön. Also normale Kriege zwischen 2 Nationen sind schon nicht schön, aber Bürgerkriege sind besonders hässlich, weil sie eine sehr persönliche Note haben. Oh. Es ist halt, es zerreißt halt die Leute und Freundschaften und Familien geht dabei total in die Brüche. Genau, und es gibt halt Ziele. In normalen Kriegen gibt es so strategische Ziele, die man erreichen will. Aber die Strategen wägen auch, sage ich mal, den Einsatz auf und dann schickt man halt eine gewisse Kraft dorthin und erreicht das Ziel oder nicht. Und bei dem Krieg hier gibt es halt tatsächlich so Welten, wo zwei, ich sag mal, relativ gleich starke Fronten aufeinandertreffen, sich gegenseitig aufreiben. Es gibt keinen klaren Gewinner. Also sagt man, okay, man will das aber unbedingt haben, ja, also so ich stehe, mag das aber jetzt, ja, schickt Verstärkung dorthin, die anderen schicken auch Verstärkung dorthin und dann geht die ganze gleiche Sache von vorn weiter, ne? Und das passiert halt in diesem Krieg sehr, sehr oft, ja. Genau. Vielleicht sollten wir aber ein bisschen die Vorgeschichte noch beleuchten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Denn das Federated Commonwealth ist ja nicht einfach an sich selbst eigentlich gestorben, sondern da hat eine Person ganz ernsthaft mitgearbeitet, um diese beiden Reiche wieder auseinanderzutreiben und mit eigentlich dem Ziel am Ende des Tages dann beide zu beherrschen, wie das genau funktionieren sollte. Im Nachgang muss ich sagen, Scheißplan. Und zwar, da geht es um Katharine Steiner-Davian, die Schwester von Viktor Steiner-Davian und die Zweitgeborene sozusagen in dieser Herrscherlinie. Sind ja mehrere Kinder, da gibt es auch noch die Yvonne, den Peter und noch, wie hieß doch der 5. Ich glaube, die haben 5 Kinder gehabt, die Steiner-Davian. Ich kann mich jetzt nicht darum erinnern. Also Peter, Yvonne, stimmt, ja. Ja, genau, die tauchen ja auch noch gleich auf, weil irgendwie einer von denen fällt ja auch an einem Attentat zum Opfer. Ich habe es hier gleich in meiner Liste, aber es war wirklich viel. Arthur war jemand anders, das war der Vetter, glaube ich, oder so in der Richtung. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder ganz schlechte Bewertungen hier von den Zuhörern, wenn ich hier so halben Unsinn erzähle. Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch, dann komme ich ja an den Punkt. Ja. Jedenfalls, Katharina hat ja schon während den früheren Büchern an dem Leumund oder sagen wir mal an dem Ruf von Viktor gesägt. Und das macht sie am Anfang äußerst geschickt. Sie stellt sich ja dahin als die kleine Schwester, die diplomatisch schon begabt ist und beliebt ist und die ihrem großen Bruder, der körperlich aber viel kleiner als sie ist, nur helfen will. Und dann irgendwann kriegt man mit,
dass das doch nicht so ganz ist. Vor allem, wie wir heute ja wissen, hat Katharina Steiner, die sich ja dann auch Katharina Steiner später dann nennt, nach ihrer Großmutter, den Mord an ihre eigene Mutter in Auftrag gegeben, an Melissa Steiner Devien. Mhm. Und das war, als ich das gelesen habe im Buch, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auch also so total, die Katharina, die ist total nett und sie versucht nur zu helfen und sie ist mit dem besten Freund von Viktor zusammen und das wird eine total nette Beziehung und so. Man projiziert dann auch in solche Charaktere ja was rein. Ach Mensch, so eine, das wäre schon was, ne? Und auf einmal kriegst du mit, dass das eine echt fiese Bitch ist, die ihre eigene Mutter umbringen lässt. Mhm. Und zwar nicht nur umbringen, sondern in die Luft sprengen. Ja, also hat fast so Nordkorea-Züge, ne? Genau. Ich meine, sie hat sie nicht von der Flak erschießen lassen. Das ist ja schon mal was, ne? Und diese ganze Situation, die sie da immer weiter im Hintergrund forciert, gipfelt für den Moment erstmal zu einem Zeitpunkt, als herauskommt, dass Viktor Steiner-Davien den Thronerben von Haus Marek, den schwer an Krebs erkrankten Jungen, hat durch einen Doppelgänger austauschen lassen, um nicht einzugestehen, dass der Junge die Behandlung auf New Avalon nicht überlebt hat. Ne? Die Chancen waren nicht schlecht, der stand ja eh schlecht, der hatte Leukämie und so. Und sein Vater hatte eigentlich diese Pläne in Gang gesetzt, also Hanse Davien oder Hans Davien. Und Viktor hat sie eigentlich nur übernommen und weiter fortgeführt, weil er wollte politisch klug dann wie sein Vater handeln. Und das Ganze ist dann halt rausgekommen. Wahrscheinlich, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, durch Katharines Hilfe. Wer weiß, wie das genau passiert ist. Und dann hat Marek natürlich Wut im Brand erstmal da wir den Krieg erklärt, nicht ganz ohne strategischen Hintersinn, wollte halt diese Liaison zwischen Stein und Davien aufbrechen und Katharina hat dann diese Chance genutzt und hat gesagt, ach, das Haus Steiner hat so gelitten unter der klaren Invasion, nicht gleich wieder in den nächsten Krieg. Und die Schulden, die mein Bruder angehäuft hat, die muss er selber abbezahlen. Die Lyranische Allianz, wie ich jetzt den Teil von Haus Steiner nenne, dem ich ja auch sehr zugetan bin, wird sich aus diesem Krieg heraushalten. Und als das klar war, dass das Viktor das auch akzeptiert, also Davien und Steiner wieder getrennt de facto, obwohl ich glaube, die Davien-Seite dann immer noch Federated Commonwealth hieß. Mhm. Und deswegen auch die Lyranische Allianz, weil Katharina gesagt hat, Commonwealth ist besudelt worden von Viktor, deswegen Allianz. Dann hat Marek gesagt, okay, ich stelle jetzt meine kriegerischen Operationen ein, aber damit war sozusagen etwas in Gang gesetzt, was dann im Endeffekt dann in den Bürgerkrieg mündete. Mhm. Genau, vor allem der Viktor war ja eine Zeit weg vom Fenster, ne? Ja, einige Zeit. Genau, und das hat natürlich der Katharina auch in die Hand gespielt, ne? Wieso war er weg? Ja, das war im Prinzip der letzte Podcast, ne? Oder der vorletzte. Viktor war ja unterwegs, um quasi den Krieg gegen Clan Smoke Jaguar anzuführen. Mhm. Und das ist natürlich eine ganze Weile, die er da im Clan-Space verbracht hat. Ne? Mhm. Und 3060 ist quasi die Rückkehr aus dem Clan-Space von den Kräften, die da unterwegs waren. Ne? Mhm. Und ja, war da ohne Nation quasi. Ja, aber er hat es ja eigentlich übergeben an seine Schwester Yvonne. Ne? Genau. Und Yvonne sollte an seiner Stadt herrschen, aber die war eigentlich keine Herrscherin. Sie ist eine gute, war aber politisch halt auch nicht ganz so gesehen. War ja auch nie vorgesehen, dass sie irgendwann mal in der Herrscherlinie da so ganz oben steht. Und die Katharina hat der Yvonne halt über die Jahre so zugesetzt, dass Yvonne dann irgendwann zurückgetreten ist. Und Katharina die Regentschaft auch der Davien-Seite übergeben hat. Das heißt, als Viktor zurückkam nach dem erfolgreichen Feldzug und der Auslöschung der Nebelparder bzw. Smoke Jaguar, kam er zurück und war halt ein erster Prinz ohne Reich. Und jetzt stand er natürlich vor der Wahl. Komme ich jetzt zurück als gefeierter Kriegsheld und überziehe die Innosphäre gleich wieder mit einem Krieg? Oder mache ich was anderes? Und er wurde zu dieser Zeit auch schon
als kriegsmüde auch in den Büchern skizziert, wenn ich mich entsinne. Dass er nach diesem langen Feldzug gegen die Clans auch irgendwie das Gefühl hatte, er hat seinen Teil getan und er wollte es eigentlich auch nie gefühlt so richtig werden. Also er war, wurde zwar natürlich herangezogen und ausgebildet als, als Nachfolger von seinem Vater, aber so richtig zufrieden mit dem Thema war er nicht. Er hat ja lange gehadert. Und das war auch eine der besten Entscheidungen von Mike Stackpole, dem, dem Autor, der Victor praktisch erfunden hat oder zumindest dem ein Gesicht gegeben hat. Dass Victor nicht von Beginn an hat gesagt hat, so ich bin's und ich werd's und ich werde sie alle weghauen, sondern der eigentlich viel lieber Soldat geworden wäre in seiner eigenen Armee und eigentlich gar keinen Bock hatte, ja, Herrscher zu sein. Genau, das ist eigentlich so der, der einzige Ding, was, was, was ich mir so ein bisschen denke, dass da eigentlich die Katharina ziemlich dämlich war, ja. Weil wer hätte sie tatsächlich, also hätte sie tatsächlich diesen Hintergedanken gehabt, ja, also alles zu übernehmen, ja. Was er hatte, aber und hätte jetzt nicht ihre, einfach ihre Mutter weggeschossen und so weiter, ja, sondern hätte wirklich die nette Gute gespielt bis zum Ende. Dann hätte wahrscheinlich Victor, wenn er da zurückkommt aus dem Clan-Space, gesagt, so übernimm du die Sache, ich fahre nach Disneyland, so nach dem Motto, ne? Ja, ich weiß. Okay, Ike, du wolltest was sagen? Ich habe zustimmend genickt. Ach so. Ich finde auch, aber da, ich finde, da kommt die, die Charaktereigenschaft, die sie wahrscheinlich von der Steiner-Seite geerbt hat, von ihren Vorfahren. Bei den Steiners gab es ja immer mal wieder Verräterei, Mord und Totschlag. Ihre Großmutter wurde ja verfolgt, von den Kellhounds versteckt und so weiter. Ne? Also zumindest nicht von den Kellhounds, sondern von Morgan und Patrick Kell. Da gab es die Kellhounds noch nicht. Ne? Und ich glaube, dass diese verräterische, intrigante, mörderische Facette von ihr als Charaktereigenschaft, die wurde ihr einfach mit in die Wiege gelegt. Und ich glaube, ich habe das selber im Leben schon erfahren von echten Menschen, Gott sei Dank nicht mit Mord und Totschlag, aber es gibt Menschen, die wittern hinter jeder Ecke Verrat. Mhm. Und die das kleinste Anzeichen werten die schon davon, dass, ne? Und ich glaube, sie wollte einfach es nicht drauf ankommen lassen und hat immer befürchtet, dass der Victor dann vielleicht am Ende des Tages doch noch ein Ass im Ärmel hat und sie dann ausbootet. Und deswegen hat sie so akribisch und auch fanatisch daran gearbeitet, ihren Weg an die Spitze zu ebnen. Und das seit klein auf eigentlich. Ja. Ja, es ist schade, dass es so passiert ist, sag ich mal. Ach, für die Dramaturgie war es super. Ja, für die Dramaturgie. Genau. Aber für Victor, also ich fand Victor ja eigentlich immer, er ist eigentlich ein sympathischer Typ gewesen, ne? Ja. Das Lustige ist, in vielen Fällen war er mir sogar sympathischer als sein Vater, weil sein Vater, also Hanse Davion, man kann jetzt schon hinstellen, so nach dem Motto, dass er viele Sachen getan hat, um quasi das, ich nenne es jetzt mal, das Volk zu befreien. Aber seine Methoden waren teilweise schon sehr diktatorisch heftig. Ja. Also der hatte keine Skrupel, wenn es halt seinem Zielen diente, mal gewisse Sachen von der Bildfläche zu radieren oder so, ja. Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe bei Hanse Davion eher noch ein anderes Gefühl. Also ich fand, der war mir auch immer einfach zu makellos in vielen. Hat nie Fehler gemacht eigentlich. Hat immer alles. Also bis auf die Schwerter der Dolch-Geschichte, die ist aber eine der ersten. Sonst ist der immer zu glatt auch aus allem rausgekommen. Und Victor hat halt Ecken und Kanten. Er war körperlich klein, leidet darunter, dem Erwartungsdruck von außen, mit der verräterischen Schwester, dem keinen Bock auf Diplomatie und das verwöhnte Bübchen dann mit den Clanern konfrontiert. Also ich fand, also Victor war als Charakter definitiv interessanter angelegt als Hanse. Mhm, definitiv, ja. Mhm. Und vor allem hat er seine Entscheidungen auch immer selbst in Frage gestellt. Also da gibt es auch so einige Passagen in den Büchern, die mir da sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Und das macht die menschlicher, ne? Katharina aber genauso, nur auf der zerstörerischen Seite, die hat sich ja praktisch nicht in Frage gestellt und hat nur in Frage gestellt, wie sie ihren politischen Gegnern möglichst
gut schaden kann. Und die gleitet halt auch über die Bücher immer weiter ab. Das finde ich halt, kann man auch gut nachvollziehen. Also, dass sie immer mehr Probleme mit Widerworten hat, mit Menschen, die sich nicht ganz klar auf ihre Seite stehen. Dass sie selbst Menschen, die sich ihr andienen, nur noch als Verfügungsmasse betrachtet, die man wie Schachfiguren einfach opfert und nach dem Motto, für meine Herrlichkeit und für das Reich und hast du nicht gesehen. Also dieser Wahnsinn, dieser diktatorische, der, man bekommt ja immer den inneren Monolog bei ihr mit als Leser und wie sie dann nach außen den auftritt und dann wiederum die Zerbrechliche und Arme und ja, ich will doch nur dem Volk helfen und alle sind so böse und ich tue trotzdem alles in meiner Macht. Also diese Dissonanz, das fand ich großartig geschrieben bei ihr. Mhm. Also es spielt nämlich immer zwischen den Extremen, also von herrschsüchtigen, bisschen wahnsinnigen Despoten quasi, ja, hin zu zerbrechlich, ich bin die vollarme, ja, das vollarme Mädel, ne? Genau. Also ist da geht da von A nach B in Sekunden. Genau. Das waren auch so die Probleme, die, also in der Abwesenheit von Victor, während er auf seinem Feldzug war, hat sie halt auch ganz klar gemacht, wer mir nicht loyal gegenüber ist, egal ob politischer Führer oder militärischer, wurde sehr schnell auf das Abseitsstellgleis gestellt und auch eher verfolgt. Es gab ökonomische Sanktionen, Fracht oder Handelsrouten wurden umgelenkt und so weiter. Also sie hat wirklich die Leute quasi versucht zu erpressen, nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich. Es gibt keinen dazwischen. Ne? Dann hat sie sich auch, das ist auch so ein historisches Bild, was ja auch einem Hitler gerne nachgesagt wird, dass er sich sehr gerne in die militärische Kommandokette eingeklinkt hat und immer mehr übernommen hat und dilettantisch. Auch Katharine war ja zwar auch eine ausgebildete Soldatin, aber nur Infanteristin und hat dann angefangen, da einzugreifen und einzelnen Einheiten direkte Befehle zu geben, während sie sozusagen den Generalstab einfach mal außen vor gelassen hat. Die Nondi Steiner, ich glaube, ihre Tante oder so, die hat das noch mitgemacht, die war ja sag ich mal, militärisch eigentlich eher ein bisschen unterbelichtet. Sehr Oldschool-Steiner, so wird sie über die ganzen Bücher dargestellt. Die war wahrscheinlich froh, dass sie durch Katharine wieder zu Amt und Würden gekommen ist, weil sie ja eigentlich vorher ausgebotet war durch ihre doch sehr limitierten taktischen und strategischen Fähigkeiten. Und die war nur eine willfährige Ausführerin. Und da erinnert sie mich so sehr an, okay, wer war es? Keitel oder Jodl? Also die rechte Hand sozusagen im Oberkommando der Wehrmacht. Also man merkt schon auch, dass sich da die Autoren an solchen Bildern halt bedienen. Ne? Und das hat natürlich auch einzelne Generäle und Kommandanten, planetare Herrscher dann zunehmend auf sich gebracht und vor allem, weil sie auch immer härter wurde in ihrer Ausdrucksweise. Das heißt, dass sie den Leuten ihren Mut, ihre Ehre abgesprochen so weiter. Ne? Und dann, letzter Punkt, letzte Säule, oder sagen wir mal, der letzte Ast, an dem sie gesägt hat, war, dass sie ganz klar die lyranischen Interessen in den Vordergrund gestellt hat. Das war für sie erstmal wichtig, um halt an die Macht zu kommen, weil sie damit sich die Steinerseite ja dann untertan gemacht hat. Die armen Steiner ist unterdrückt vom bösen Viktor Davian, ne? Und sie hat sich immer als Katharina Steiner dargestellt. Und der Witz der Sache war, Victor ist größtenteils auf Tarkat, also der Hauptwirt von dem lyranischen Commonwealth, aufgewachsen, während Katharine auf New Avalon größtenteils war, da auch ihre Ausbildung genossen hat. Also von daher, eigentlich war es genau andersrum, als sie es dargestellt hat. Aber das Kontrafaktische, wie wir es ja heutzutage auch in der echten Politik bemerken, gibt es da halt in den Büchern halt auch. Und die Leute kaufen ihr es einfach ab, weil sie es mit einem Lächeln verkaufen. Ja. So ist das, ja. Genau. Und Davian sind die bösen Unterdrücker und deswegen wird die lyranische Seite bevorzugt. Und was natürlich gerade den militärisch sehr erfolgreichen Davians auf Dauer ziemlich auf den Sack geht. Vor allem, weil sie wesentlich mehr in den Kriegen erreicht haben als die Steiner-Seite. Ja, und das lustig wird es halt dann eigentlich, wie der Krieg losgeht, ja. Weil es ist eigentlich kein typischer Anfang für einen Krieg, also so Kriegserklärung und jetzt
machen wir mal oder so, ne? Sondern eigentlich entsteht das Ganze aus Tumulten, sage ich mal, ne? Ja, sehr kleinen sozusagen. Genau. Lokalen oder planetaren. Genau. Und noch lustiger eigentlich, dass das Ganze auf Solaris losgeht. Ja. Also auf der Spielwelt quasi. Und auf Solaris werden ja oft, sage ich mal, Gefechte ausgeführt zwischen verschiedenen Stellen von verfeindeten Staaten und so, ja. Das spiegelt halt auch ein bisschen den Status der inneren Sphäre immer wieder, ja. Aber eigentlich, sage ich mal, Steiner und Davion, selbst bevor es das Federated Commonwealth gab, hat es da zwar Reibereien und immer wieder heftige Kämpfe gegeneinander auf Solaris gegeben, aber eigentlich waren Davion und Steiner immer so ein leicht aneinander angelehnt, ne, sag ich mal. Und dann schlägt das Ganze halt komplett um, ja, und ich glaube, das gipfelt darin, dass die zwei Champions von, also Steiner Champion und Davion Champion, gegeneinander kämpfen und mehr oder weniger die, man sagt, durch Sabotage die das Stadion zerlegen und dann in quasi in der Stadt Solaris City weiterkämpfen gegeneinander. Ja. Und im Prinzip andere Fraktionen dann da mit reinziehen, ja, und im Prinzip wirklich ein kompletter wirrer Krieg, Tumult da ausbricht, ja, auf der Spielwelt. Das ist ein sehr cooles Buch, ich habe es hier gerade vor mir, Trügerische Sieger heißt es, von Lauren Coleman, einer der besten Battletech-Autoren, also von daher auch ein guter Start. Da geht sozusagen die FATCOM-Romanserie los. Genau, ja. Und dann werden halt die anderen mit reingezogen, dann gehen halt auch die ganzen Konflikte zwischen mit Liaro, Marik, Clan Smoke Jaguar, Gladiatoren, die sich mit Davions plötzlich alliierten, weil ja die gewonnen haben, so nach dem Motto, und alles weitere. Also da gibt es so wirklich heftige Dinge, ja. Die Katrina versucht das unter Kontrolle zu bringen, indem sie die 32. Lyrianischen Garden dorthin schickt, ja, damit fährt sie aber im Prinzip komplett ein, ja, weil die Davions die mehr oder weniger von der Platte fegen. Ja. Und das ist auch ganz cool in dem Buch dargestellt, also weil einfach Frontkrieger natürlich jetzt keine Noobs oder so, aber wie oft bekommt man als Soldat in den Kampfeinsatz, ne? Also es ist ja kein laufender Krieg und die 32. Lyranische Garde ist, wenn ich mich jetzt erinnere, auch keine Eliteeinheit, ne? Und die treffen jetzt aber halt auf Solaris Mechkrieger, die praktisch täglich für ihr Brot kämpfen, für ihr Einkommen und halt super trainiert sind. Und das war, glaube ich, auch mal immer so ein Thema, wer würde gewinnen, wenn man einen regulären Soldaten, der Fronterfahrung hat, dann gegen so einen Gladiator hetzt. Ne? Und die Antwort wird in dem Buch gegeben, also die Gladiatoren wischen trotz Unterzahl mit den Lyranern den Boden auf. Ja, und also man muss schon auch dazu sagen, es war auch quasi ihre Arena. Ne? Stadtkampf etc. ist natürlich... Und Solaris ist ja, hatten quasi den Heimvorteil. Die kannten dann natürlich jede Ecke, ja. Also, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und die Lyrianer sind ja da reingegangen, mehr oder weniger so, ich sag mal, wie es die Polizei halt sehr oft tut. Wir sind die Polizei, seid jetzt ruhig und dann werden sie schon ruhig sein. War halt nicht so, ne? Genau. Gibt einfach nochmal ein episches Finale zwischen den beiden Champions und das Ganze geht dann aus, dass sich gegenseitig auslöschen bei dem Duell. Allerdings der Davion Champion, der Michael Cerny, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, der scheint es überlebt zu haben oder hat es überlebt. Aber das Ganze ist eigentlich im Prinzip schon der Vorbote für die Dinge, die da kommen. Dass egal wer gewinnt, es sozusagen nur ein Herrscher dann über einen Schutthaufen sein wird. Und beide Seiten im Endeffekt dann sich gegenseitig ausgelöscht haben werden am Ende. Also das ist sozusagen der Vorbote. Genau. Und richtig losgehen tut es dann im Prinzip auf Kadil. Ja.
Ein paar Worte zu Katil, was Katil ist? Genau, also Katil ist im Prinzip das System, das Schiffe baut. Ja, also extrem wichtig für schon im Klankrieg etc. war es ja. Im vierten Nachfolgekrieg schon. Oder im vierten Nachfolgekrieg schon eigentlich, war es, dass man genügend Sprungschiffe, Kampfschiffe etc. hatte. Ja? Weil, ich sag mal, Space Battle wieder sehr im Kommen ist, ja, und gegen die Clans sowieso, weil die Clans mit ihren althergebrachten Kampfschiffen natürlich haushoch überlegen waren am Anfang. Ne? Ja. Und auch eben die ganzen neuen Kampfschiffe, die dann entwickelt wurden für den Klankrieg, also die Avalon-Klasse etc., es war alles, wurde alles in Katil produziert. Ja? Weil halt die größten Shipyards überhaupt in der inneren Sphäre in Katil beheimatet sind. Zu Deutsch Werften, genau. Werften, genau, Schiffwerften, Entschuldigung. Kein Problem. Nee, man übernimmt die Begriffe immer gerne und dann gibt es einen genau. Da draußen, keine Ahnung, was sie damit meinen. Ja, na, es tut mir leid, weil ich bin halt auch ich lese alle Romane auf Englisch und deswegen sind mir die deutschen Wörter oft nicht so geläufig. Kein Problem. Ja, auf jeden Fall, Katil entzündet sich das Ganze, weil auch da fürchtet, dass die Katharine das wieder natürlich Sezessionsbewegungen gibt, vor allem weil das Ganze in der Mark Capella beheimatet ist und damit ist es unter dem Kommando von George Hasek. Wir hatten ja von Morgan Hasek Davian schon erwähnt, der ja bei der Operation Serpent ums Leben gekommen oder ermordet wurde. Und George Hasek gehört halt auch aus dieser Familie. Die Haseks waren nie besonders Davian-Freunde. Gerade der Vater von Morgan wollte ja die Macht übernehmen und Hanse vom Thron stoßen. Also andersrum, erst Hanse runterstoßen, dann die Macht übernehmen. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Und deswegen... Die Haseks sind aber so, wie soll ich sagen, Eigenbrötler. Die machen halt ihr Ding. Und die Katharina wusste nicht genau, ob welche Loyalität jetzt ihm wirklich dann gilt. Und deswegen hat sie dann gesagt, dass jedes neue Kriegsschiff, das dort produziert wird, mindestens einen lyranischen stämmigen Offizier in der Besatzung haben muss. Also mindestens einen. Und dann wollte sie noch eine extra oder eine Bonus- oder Zusatzgarnison auf dem Planeten halten, einfach mal um ihre Präsenz sozusagen zu festigen und sich der Loyalität der Werft sozusagen zu versichern. Das 8. RCT, also Regimental Combat Team, hat halt den Befehl bekommen, da zu bleiben und die Befehle, die direkten Befehle von Duke George Hasek zu ignorieren. Und Duke hat gesagt, nix, ihr verlegt, so wie ich es befohlen habe, ist mein Militärdistrikt sozusagen. Und die Achten haben gesagt, na, dieser General Weintraub, der Name passt auch schon, sehr schön steinermäßig. Wir bleiben da und halten das Ganze hier für Katharina. Also schon so ein ganz klarer Loyalitätsverlust. Und da hat Duke Hasek, weil er immer zudem frustriert war, er hatte nur eine kleine Miliz auf dem Planeten, also die Katil-Miliz, hatte dann die ersten kapellanischen Dragoner zurückgeholt. Und als die dann auf Katil ankommen, das ist dann der Zündfunke, währenddessen kracht es ja schon ordentlich auf Solaris 7. Und dann geht's halt los. Die Katil-Miliz mit einem kleinen Ausbildungskader vom New Avalon Institute for Science, die schaffen es halt, die 8. RCT zu besiegen und halten halt Katil für den Duke Hasek und damit halt auch gewissermaßen für Victor, wobei Hasek sich in dieser Phase nie öffentlich für Victor ausgesprochen hat, zumal Victor in dieser frühen Phase auch noch gar nicht in die Kämpfe eingreifen wollte. Er ist ja nicht wiedergekommen und gesagt, so, jetzt hole ich mir meinen Thron wieder, sondern es musste was passieren, dass er überhaupt sich wieder in diesen Krieg eingeschaltet hat. Ja. Genau. Und zwar doch Arthur Steiner-Davian,
Es gab ein Attentat auf ihn. Und Victor hat Katharina ganz klar für dessen Tod verantwortlich gemacht. Und vor allem, Victor war zum Zeitpunkt ja Praecenta Martialum von Comstar. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht mehr in der Davian-Hierarchie in Punkt gewesen. Und er legt dann sozusagen seinen Job als militärisches Oberhaupt von Comstar, eine der mächtigsten Faktoren dieser Zeit, nieder, um sich dann doch wieder in diesen Bürgerkrieg halt einzumischen, der gerade überall entflammt. Genau, und dann geht's richtig los, weil vor allem einige Generäle und Herrscher sich sofort auch dem Victor zuwenden. Vor allem die natürlich von Katrinas Politik mal, ich sag mal, eher auf der unterdrückten Seite waren, ja, wenden sich natürlich sofort dem Victor zu. Ja. Und damit geht der Krieg so richtig los. Genau, unter anderem Eric Jassari, als MacWarrior 4 bekannt. Der hat sich ja ganz klar auch für die Davian-Seite ausgesprochen und hat Katharina Kontra geboten. Er ist eigentlich kein besonders großer oder, sag ich mal, hoher Adliger. Es ist mehr so der Planet eigentlich, der ihm dieses Renommee verschafft hat, den er beherrscht. Und zwar Kentaris IV, bekannt von dem Kentaris-Massaker aus dem ersten Nachfolgekrieg. Haus Kurita hatte dort damals 1-2 Zivilisten ermordet, glaube ich. Mehr waren es wohl nicht. Ne? Das dann Massaker nennen. Schon genau. Übertrieben, oder? Aber er war im Prinzip auch, also Eric war ja auch ein extrem populärer Typ, sage ich mal, in der ganzen inneren Sphäre. Genau. Und er hat sich halt widersetzt und dann hat Katharina kurze 15 gemacht und hat ihm die 5. Donnergegards an den Hals geschickt. Und ja, dann wurde das Haus Dressari fast ausgelöscht. Nur der Sohn und der Bruder haben überlebt und eine Tochter. Und die haben dann den Widerstand angeführt und in dem langblutigen Bürgerkrieg die Donnergegards und den verräterischen Cousin überwältigt. Da gibt es dann noch einen großen Showdown in dem Palast der Dressaris. Kann man, wie gesagt, alle schön spielen. Ich habe es vor ein paar Jahren noch durchgespielt. Ist immer noch ein geiles Game. Wer es also mal selbst durcherleben will, grafisch natürlich nicht mehr State of the Art, aber vom Gameplay immer noch toll und vom Storytelling erst recht. Genau, MacWarrior 4 Vengeance, super Storyline. Genau. Und als dann, wie gesagt, auch durch die Geschichte mit Arthur Steine Davian, also seinem Bruder, der einem Attentat zum Opfer fällt, ist dann Victor dann auf Feuer und Flamme die ganze Sache halt wieder umzubiegen. Weil er ist eigentlich davon ausgegangen, dass Katharina sich ähnlich halten kann, dass sie durch ihre Art es selber vergeigt. Im Prinzip die Geduld wollte er beweisen, die Katharina nicht hatte. Ne? Aber Katharina wurde immer extremer und fing halt an zu morden und jeder, der sozusagen ihr ansatzweise gefährlich werden konnte. Und Victor war sehr schnell klar, dass Katharina es bei diesem einen Mord oder bei ihrem zweiten Mord nicht belassen wird. Und da war nur die Frage, wann dann auch Yvonne und vielleicht auch er und der andere Bruder halt dann dran sind. Ne? Genau. Und dann hat er halt richtig losgelegt. Hat auch gleich einen Plan aufgestellt, wie er jetzt, sage ich mal, die größten Infrastrukturpunkte im Commonwealth möglichst intakt übernehmen kann. Ja. Was aber, sage ich mal, gleich beim ersten Kampf am Planeten Newton Square fast in die Hose geht und Victor fast getötet wird. Seine Rettung kommt dann im Prinzip von Comguards, die im Prinzip sich von Comstar abgespalten haben, um ihm zu helfen, weil sie halt gesagt haben, er ist noch für sie noch immer der Praecentor Martialum. Die landen dann am Planeten und retten im Prinzip den Victor. Und Victor erlaubt es auch den Lyrianern, da also sich vom Planeten zurückzuziehen. Ja.
wieder eigentlich aus einer guten Sicht daraus auch, weil er seinen Cousin Adam Steiner im Prinzip leben lassen wollte, ne? Ja, vor allem, weil er sieht ja auch eigentlich die Steiner nicht als Feinde, sondern als irregeleitet, als verführt von, genau, von, ja, Katharina, ne? Und er versucht wirklich ein Mindestmaß an Schaden zu verursachen, aber das, wie wir ja schon wissen, glaube ich, klappt nicht ganz so. Aber wo er die Chance hat, ergreift er sie. Was halt wichtig ist in dieser Phase, er hat ja keine Machtbasis im Sinne von Produktionsmitteln und dergleichen. Also er muss dafür sorgen, dass seine Armee, die er ad hoc jetzt ausgehoben hat aus persönlichen loyalen Truppen und rebellierenden Truppen, um den halt, die mit Ersatzteilen und neuen Mechs halt auszustatten. Also geht's auf nach Coventry, ein wirklich stark umkämpfter Planet, immer wieder in den Nachfolgekriegen und ich glaube auch in den kleinen Kriegen. Und auf diesem Planeten der lokale Herrscher, der Duke of Coventry, ist auch ein Kritiker Katharinas und der ist auch schon in den Untergrund verschwunden, um sich der Verhaftung zu entziehen und jedenfalls innerhalb von ein paar Wochen Kämpfen schafft es halt Victor, diesen Planeten einzunehmen und auch die Fabriken intakt zu erobern und das gibt ihm dann halt auch die Möglichkeit, seinen Feldzug dann jetzt fortzusetzen, weil er lebt ja quasi von der Hand in den Mund. Genau, und im Prinzip gleichzeitig, als Victor da auf Coventry zugang ist, quasi brechen auch diverseste Rebellionen auf anderen Planeten aus, also auf Muffrit und Thorin in der Lyrianischen Allianz. Im Prinzip basierend eigentlich auf dem Unfall, ja, auf die Schwester, glaube ich, war es, von Archer Christy Fori. Genau. Und das war im Prinzip ja ein Zwischenfall, ein blöder, ja. Und aus dem Grund aber im Prinzip brechen auch dort Rebellionen los, ja. Victor ergreift im Prinzip das so ein bisschen als Strohhalm auch. Die Christy Fori Truppen, die da gekämpft haben, quasi, versucht er halt mit Mechs auszurüsten und bietet ihnen quasi einen sicheren Hafen, sag ich mal. Übrigens auch hier wieder ein schönes Buch dazu von Blaine Lepardo, einer auch der besten Battletech-Autoren, Die erste Bürgerpflicht. Ich bin jetzt von diesem Buch speziell kein großer Fan, weil ich finde, Archer Christy Fori ist mir zu glatt. Er ist zu gut in allem, was er tut, moralisch, handwerklich, menschlich. Ich muss vielleicht nochmal lesen, aber er hat ihn so ein bisschen als Stonewall Jackson aufgebaut, lieber Icke. Das sagt dir was. Ja, mhm. Klar. Stonewall Jackson als General erfolgreich kommt er ja aus den, also hier der Archer Christy Fori aus den Clan-Kriegen zurück. Es gibt da am Anfang des Buches so eine Szene, wo er umringt von Nebelpadern, also ihren Mech sozusagen, noch die Linie hält und den verzweifelten Abwehrkampf der Starlink Defense Forces dann da führt und so weiter. Er hat also vom Krieg eigentlich genug, will sich ins Zivilleben zurückziehen, die elterliche oder familiäre Firma, ich glaube so eine Art Spedition oder sowas ist das in der Richtung. Aber seine Schwester, die ist eine Katharine-Kritikerin, obwohl sie auf der lyranischen Seite leben, auf Thorin, wagt sie es halt, die Pressefreiheit zu verteidigen und diese immer weiter fortschreitenden Maßnahmen von Katharina zu kritisieren und damit gerät sie zunehmend in das Kreuz, in das Fahnenkreuz von Haus Steiner. Und da gibt es einen sehr voreiligen Adjutanten, einen Tunichtgut, der sie dann verhaften lässt oder verhaften soll und dabei kommt es halt zu diesem tödlichen Schuss. Und damit ist dann der Tropfen, der bei Archer Christy Fori die das Fass zum Überlaufen bringt und er dann seine Rebellion sozusagen beginnt. Und damit zieht er dann also diesen Zug dann los, unabhängig von Davian, später als sozusagen als eigene Streitmacht. Und das erinnert so ein bisschen an das, was Stonewall Jackson da im Valley gemacht hat. So den Zug durch die Hinterlande von Haus Steiner, um da Ressourcen abzuziehen, damit Haussteine sich nicht auf die Bekämpfung von Victor
konzentrieren kann. Hm. Genau, die Steiners versuchen uns natürlich wieder mit Intrigen das Ganze aufzuhalten und sehen quasi so eine Intrige auf dem Planeten Odessa mit der Mercenary-Einheit Snort Irregulars. Ja, sehr spannende Unit. Ist eine sehr spannende Geschichte auch, weil im Prinzip werden die hineinmanövriert, die Truppen von Christi Fori anzugreifen und quasi so ja ein bisschen Blame-Shame-Game wird da gespielt. Ja. Die beiden Truppen bekämpfen sich auch und erleiden gravierende Verluste, kommen aber im Laufe des Kampfes dann im Prinzip drauf, was da passiert, ja, und dass sie gegeneinander ausgespielt werden politisch. Und die Snorts Irregulars und die Christi Fori Truppen tun sich im Prinzip zusammen und vernichten dann die lyrianischen Truppen auf dem Planeten. Genau. Übrigens schön auch geschrieben in dem Buch von Blaine Lepardo, in Pflicht genommen. Snorts Irregulars, muss man dazu wissen, sie sind wirklich sehr besondere Söldner, weil sie auch den Sternbund glorifizieren und wie so interstellare Archäologen alles aus dieser Ära sammeln, von der Pfandflasche bis hin zum Battlemech sozusagen. Und diese Idee des Sternbundes absolut glorifizieren. Und ja, das Lustige im Spiel ist dann, die Snorts Irregulars auch nach diesem Kampf und nachdem sie Odessa quasi eingenommen hatten gemeinsam, haben sie sich geweigert, auch einen Vertrag mit Prinz Victor zu unterschreiben, weil sie sagen, das sind beides jetzt zwei verrückte Seiten, die da gegeneinander kämpfen. Aber Christi Fori kam dann ab mit einem wirklich coolen Plan, ja, und hat halt im Prinzip gesagt, okay, liebe Snorts Irregulars, wieso macht ihr keinen Vertrag mit Comstar? Schirmt quasi die Grenzplaneten Richtung Clan Jadefalken ab. Da haben sie sich dann damit einverstanden erklärt und im Prinzip hat er sie damit auch aus dem Spiel genommen, sowohl auch für die Lyrianische Allianz. Und das war auch so, sage ich mal, so der Punkt, wo im Prinzip Katrina festgestellt hat, dass sie doch nicht so populär war, wie sie immer angenommen hatte. Dass halt gewisse Lyri ihre, wie man so schön sagt, bei Despoten Subjekte halt immer mehr draufkommen, wir haben es hier mit einer Despotin zu tun und nicht mit der wohlwollenden Frau, aus der sie immer dargestellt wird. Ja. Das nimmt dann halt immer bizarrere Züge an, sag ich mal. Ja, vor allem, weil sie immer häufiger ihre Maske fallen lässt. Sie ist immer häufiger unzufrieden mit der vermeintlichen Inkompetenz ihrer Untergebenen, teilweise auch tatsächlichen Inkompetenz. Sie hält sich ja extra Leute, die sich von ihr abhängig gemacht haben, weil die wirklich fähigen Offiziere so nach und nach ihr den Rücken kehren oder sich zumindest neutral erklären oder halt direkt für Victor-Partei ergreifen. Und das lässt sie halt zurück mit einem immer kleiner werdenden Kreis an Vertrauten und vor allem auch fähigen Vertrauten. Und das rächt sich halt. Sie hat zwar die Masse, aber sie hat nicht die richtigen Führungspersonen. Also männlich wie weiblich. Nondi Steiner ist da ziemlich unfair. Auch unfähig und auch andere. Da würde ich nämlich gerne jetzt mal hinspringen. Da gab es nämlich auch, die Clans haben sich ja dann auch eingemischt in diese ganze Geschichte. Und zwar Marte Pryde von den Jadefalken hat mit dem Vorhaben, ihre jüngste Mechkrieger-Generation oder auch Kriegergeneration, nicht nur Mechkrieger, sondern auch Luftraumiger und Elementare und so weiter natürlich, zu trainieren, kampffähig zu machen, vor allem nachdem sie ja so viele Soldaten und Krieger verloren hatten nach dem großen Test gegen die Wölfe. Und sie marodieren an der lyranischen Grenze halt dann herum. Und nach Anfangserfolgen
kommt es dann zu einem großen Showdown auf dem in dem Melissa Theater, heißt das sozusagen. Und da gibt es eine Steinergenerälin, die heißt Sharon Bryan. Die hat den glorreichen Plan, eine Festung zu bauen und all ihre Mech-Regimenter dort zu konzentrieren, um sozusagen einen festen Punkt zu etablieren, an dem sich die Jadefalken wie eine Welle brechen und dann sozusagen versickern. Ne? Und Adam Steiner war ja vorhin schon die Rede davon, der ist ja schon auf Victor getroffen. Ein durchaus fähiger General, der auch sehr intensive Erfahrungen mit den Clans hatte. Gerade, wir kennen ihn aus der Comic-Serie oder aus der animierten Serie. Mit Guerillakrieg sagt, so kann man gegen die Claner nicht gewinnen, weil das ist, diese Entscheidungsschlachten ist genau das, was die Claner wollen. Man muss es wie auf Tokayit oder auch auf anderen Orten machen. Man muss sie von hinten sozusagen erledigen, indem man ihre Versorgungswege abschneidet, indem man sie zur Zersplitterung ihrer Kräfte sorgt und dafür sorgt, dass es langwierige Kämpfe werden, wo ihnen die Munition ausgeht. Aber Sharon Bryan besteht darauf, das so zu machen, und es kommt, wie es kommen muss. Die Jadefalken überrennen ihre Position und ja, damit werden die Verteidiger des Militia Theaters dann halt vernichtend geschlagen. Und Katharine Sterne macht nichts anderes, als zu sagen, ja, Adam, damit bist du jetzt der neue Kommandeur dieses Bereichs, aber du, ich habe jetzt gerade keine Truppen übrig, weil ich habe damit was anderes vor, und du kommst schon klar, oder? Genau, viel Spaß noch. Man kann sich vorstellen, wie Adam das findet. Er ist bestimmt ganz aufgeregt, endlich. Bin ich General von nichts. Genau. Und durch solche Aktionen verliert sie halt zunehmend Anhänger, die sie auch grundsätzlich einfach akzeptiert haben, weil sie per se der Staatsoberhaupt ist und so weiter. Aber es kommen immer mehr Zweifel auf, dass ob sie die Richtige ist. Hoshi, machst du weiter? Ja, also im Prinzip gibt es ja da sehr, sehr massive Kämpfe, sage ich auch. Es gelingt auch diversen Steiner-Truppen dann tatsächlich auch Jadefalkenwelten wieder zu, also Felden, die die Jadefalken übernehmen, wieder zurückzuerobern. Also da geht's rund. Es geht auch zwischen Steiner und Davion. Ich nenne es jetzt mal so, ja, obwohl es eigentlich ja dasselbe ist von der Blutlinie her, aber wurscht. Geht's weiter und es wird immer mehr, sage ich mal, so ein wirklicher Hasskrieg, ja, um eben so, wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben, wo die Festungen quasi versucht werden zu halten um jeden Preis. Und Victor sieht halt die einzige Chance dann irgendwie darin, dass er sagt, okay, er muss die Davion, also den Davion-Hauptplaneten New Avalon wieder einnehmen. Aber jetzt springen wir zu weit nach vorne. Stopp. Da muss ich noch reingrätschen. Vorher gibt es eine ganz wichtige Entwicklung, die wir nicht vergessen dürfen. Nämlich, es gibt die nächste Witting-Konferenz auf Marik. Da treffen sich ja die Mitglieder sozusagen des Sternenbundes. Und Victor ist eigentlich nicht zugelassen, weil er ist weder Prinzessa Martialum noch ist er Oberhaupt. Aber er überredet Thomas Marik. Ihr erinnert euch, es gab da so ein bisschen Stress zwischen Victor und Thomas wegen des Sohns und des Doppelgängers, ne? Genau. Aber überredet ihn, teilnehmen zu dürfen, aber Thomas sagt, du darfst nicht das Thema Bürgerkrieg aufgreifen, außer deine Schwester tut's als erstes. Und das passiert natürlich. Katharine will erster Lord des Sternen oder erste Lady des Sternenbundes werden, weil Sun Tzu ist ja der Erste gewesen jetzt. Die haben ja so eine Wahlfolge gemacht, so ein Wahlkönig oder Wahlkaiser, so wie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und es stand halt die nächste Regentschaftsphase an. Und Katharina hatte eigentlich die besten Chancen, nachdem Viktor nicht mehr da war. Ne? Und sie wirft ihm natürlich alles Mögliche vor und sagt, hier, du hast Mist gebaut und überhaupt, und du bist ein Warmonger, sagt man im Englischen, also bist irgendwie ein Kriegstreiber und überhaupt, ne? Und sie selber als gutherzige Diplomatin, die nur das Beste für das Volk wird und bla bla bla. Ja, und dann sagt Victor, tja, dafür hast du unsere Mutter getötet. Also vor allen, nicht hinter vorgehaltener Hand. Leider hat er nicht die richtigen Beweise und
kannst also damit dann nicht hundertprozentig dann belegen, aber er bringt auf jeden Fall genug Unruhe rein und vor allem, weil auf der anderen Seite Katharina auch ihre Vorwürfe nicht richtig beweisen kann, steht dann so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Davor gab es nämlich eine super spannende Geschichte und zwar hat Katharina nämlich einen gewissen Reginald Starling, einen sehr bizarren, extrovertierten Künstler ermorden lassen. Da fragt man sich, warum lässt den Künstler umbringen? Der Typ lebte nur unter dem Decknamen Reginald Starling, denn sein richtiger Name war Sven Newmark und Newmark war einer von Ryan Steiners oder Steiners besten Leuten sozusagen aus einem Stab. Ryan Steiner ist ja durch Unabhängigkeitsbewegung im Hause Steiner aufgefallen, auch die Isle of Skye. Und Ryan Steiner ist sozusagen ein Verräter gewesen und der hat halt für Katharine den Mord an Melissa in die Wege geleitet. Und dieser Sven Newmark, alias Reginald Starling, war eine der wenigen Personen oder vielleicht die einzige Person in der Innosphäre, die das noch wirklich weiß und auch bezeugen hätte können. Und deswegen war es ganz wichtig, dass er stirbt. Aber der Starling war nicht doof, der wusste, dass dieser Tag kommen konnte und hat eine Hinweisspur gelegt für Victors Agenten, damit er darauf kommt, wer denn seine Mutter umgebracht haben könnte. Und tja, das sind die Beweise oder zumindest die Hinweise und Indizien, die er vorlegt und damit genug Zweifel sät, dass Katharine eben nicht die erste Lady des Sternenbundes wird. Und ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt Katharine mittlerweile kennt. Wie würde sie das wohl so aufnehmen? Naja, die Frage ist, ob sie jetzt gleich ausgerastet ist oder erst später. Na, in gewisser Weise ist sie ausgerastet. und zwar, sie hat sich halt gedacht, sie muss irgendwie sich an Victor rächen, dass sie jetzt nicht die erste Lady geworden ist. Durch diese ganzen Aktionen. Und was macht Katharina am liebsten? Sie lässt irgendwen ermorden, ne? Ja, schon wieder. Schon wieder und heuert quasi wieder einen Assassinen an, ja. Und diesmal hat sie es abgesehen auf Omi Kurita. Omi Kurita, was hat die denn damit zu tun? Ja, weil wie wir aus den vorigen Büchern und Szenarien wissen, ist das ja die geheime Liebe von Victor. Die Tochter des Koordinators und der erste Prinz von Haus Davian, unmöglich. Genau, also deswegen, Victor wusste schon, dass er die niemals heiraten kann oder quasi die Liebe konsumieren wird können, ja. Aber nichtsdestotrotz war es seine Liebe. Ja. Und die wird halt umgebracht. Es gibt auch quasi, ich sag mal, für ihn offensichtliche Nachweise. Natürlich hinterlässt sie jetzt nicht offensichtliche Spuren, dass es sie war. Aber Victor ist es absolut klar, dass seine Schwester quasi die umgebracht hat, ja, oder umbringen hat lassen. Ja. Und kriegt im Prinzip einen Nervenzusammenbruch. Wenn ich mich nicht irre, war es auch derselbe Killer, der Melissa umgebracht hat. Genau, ja. Eine der interessantesten und coolsten Charaktere in allen Romanen, weil er so ab und zu wieder auftaucht und seine Morde so akribisch vorbereitet. Er hat das als Gärtner im kaiserlichen Garten getan und hat dort vorher schon ewig dann gearbeitet als Gärtner, um sozusagen sich das Vertrauen zu gewinnen, um in die Nähe von Omi überhaupt kommen zu können. Ich glaube, er hat irgendwie eine Pflanze oder so vergiftet und sie hat fast dann dahin und dann stirbt sie. Ja, genau. Also ist auf jeden Fall ja ziemlich tragisch und Victor bricht halt wirklich daran zusammen zuerst mal. Mhm. Das Gute für ihn war nur quasi, dass selbst seine Streitmacht so im Gang war schon mit allen Dingen, die da losgingen, dass der Krieg quasi weitergelaufen ist. Ja. Bis er halt im Prinzip wieder bei Sinnen war und jetzt kommen wir dann im Prinzip zu dem Punkt, den ich vorher schon ansprechen wollte und ihm klar wurde, er muss einen grundlegenden Schritt machen, um hier quasi einen Strich zu setzen
Und das konnte nur sein, dass er New Avalon wieder einnimmt. Und Katharina war das im Prinzip auch klar, weil ganz, wie man bei uns sagt, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen war sie auch nicht. Ne? Ich dachte, die Brennsuppe. Ah, die Brennsuppe, alles klar. und die hat halt wirklich New Avalon mit megamäßig viel Truppen ausgestattet. Und Victor war halt sehr dazu, also er war knapp dran, dass er sagt, okay, wenn die da so viel reinschmeißt, dann schmeiße ich auch alles rein und geben da halt wirklich Vollgas und löschen die aus auf New Avalon. Und seine, sage ich mal, wie sagt man, Zuflüsterer, Militärexperten etc. haben ihn halt davon überzeugt, na, geht nicht, das kannst nicht machen, weil du kannst nicht New Avalon einnehmen und dann ist New Avalon in Schutt quasi. Ne? Mhm. Es wurde halt entschieden, okay, Victor greift New Avalon an, aber alle wissen, man muss zuerst auch Nondi Steiner auf Darkhard besiegen, sonst wird der Krieg nie aufhören. Weil diese militärische unfähige Dussi ist ja nach dem Motto, das geht sonst nicht. Ja? Also das muss man irgendwie hinbiegen. Hm. Und, ja, und deswegen brauchte man halt dann auch eine Figur, die diesen Parallelangriff auf Tarkat dann anführen kann. Genau, und er wusste auch, man braucht irgendwie einen politischen Joker, um Katharina noch mehr im Ansehen von den Leuten irgendwie zu schwächen. Das ist, und er wusste halt keinen anderen Ausweg mehr und hat sich in der Hinsicht dann an Morgan Kell gewandt, der halt es geschafft hat, auf einer Mönchswelt, ja, wohin sich Peter Steiner Darwin zurückgezogen hat, und im Prinzip im Versteckten gelebt hat, ja, unter diesen Mönchen, dass er zurückkehrt, halt für, um den lyranischen Leuten eine Zukunft zu garantieren. Und hat halt Morgan Kell hat halt, ist halt zu der Zeit richtig alt schon, ja, hat halt mit seiner Weisheit das geschafft, dass er den Peter eben überzeugt, dass er aus seinem Versteck quasi rauskommt. Ja. Ja, und dann geht's im Prinzip los mit der Hauptattacke, ne? Mhm. Und Victor greift halt eben wie geplant New Avalon an und das geht halt nicht los wie so üblich zuerst mal mit Mech landen und dann rennt man aufeinander los. Nee, sondern es geht schon quasi los über Planeten New Avalon, wo im Prinzip einen Haufen von Kampfschiffen relativ neuen Modells gegeneinander antreten und halt heftig miteinander kämpfen. Victor entscheidet den Kampf für sich und landet dann tatsächlich auf dem Planeten mit dem ihm loyalen Feldmarschall Sandoval, der schon am Planeten gewartet hat im Prinzip mit seinen Kräften, tut er sich zusammen und der Kampf quasi am Planeten geht dann los und dauert wirklich monatelang, weil Katharina eben auch, ich glaube, es waren insgesamt 7 Regimenter oder so von Elite-Truppen, die sie hatte, dort stationiert hat. Und Victor wurde wirklich fast bis an die Grenze des Möglichen getrieben und hat den Kampf quasi fast verloren. Ja. Wäre es nicht, sage ich mal, wirkliche Veteranentruppen, die da noch eingegriffen haben, wie die Davion Lightguards von Adan Sortek, der auch aus den vorigen Büchern schon bekannt ist und etc., die da noch irgendwie, sag ich mal, die Wende herbeiführen können. Und die Kräfte von Katharina dann zurückdrängen, bis sie im Prinzip den Davion-Palast erreichen. Hm. Und da macht Katharina im Prinzip sehr, sehr
strategischen Fehler, weil sie wartet im Prinzip zu lang, um sich zurückzuziehen aus dem Davion-Palast. Und Victor schneidet alle Routen dann rundherum im Prinzip ab. Und sie sagt dann zu sich selbst im Prinzip, na, eigentlich egal, dass ich nicht fliehen konnte, weil wie aus allen Situationen, ich red mich da wieder raus. Und im Prinzip ordnet sie dann an, dass ihre Truppen sich ergeben. Und schickt im Prinzip den Feldmarschall Jackson Davion da nach vorne, der sich im Prinzip dann ergibt, und damit ist am 20. April 3067 Victor im Prinzip der Gewinner dieses Kampfes. Gleichzeitig dadurch greift der Prinz Peter, der halt von, wie wir mal gesagt haben, von Morgan Keller hervorgeholt wurde, landet der mit seinen Truppen auf Darkhad. Mit einem ganzen Haufen von loyalistischen Truppen, inklusive von Morgan Kells Kellhounds natürlich, und Kräften vom Clan Wolf in Exile, geführt vom Phelan Kell, den wir ja schon heute erwähnt haben. Und nicht, er hat eigentlich kämpft er nicht nur für den Planeten, sondern er versucht halt wirklich die Lyrianische Allianz zu repräsentieren und auf die Bevölkerung von Darkhad einzuwirken. Die, sag ich mal, drängen die Kräfte von Nondi Steiner halt massiv zurück sofort, ja, und erreichen auch den Palast von Darkhad. Und Peter kommt dann halt im Prinzip zu einem Duell mit Nondi Steiner. Also die kämpfen quasi direkt gegeneinander und Peter tötet Nondi Steiner mit einem Schuss ins Cockpit und gewinnt damit auch im April 3067 diesen Kampf. Ich glaube, kurz ist sogar ein bisschen bevor der Kampf auf New Avalon endet, dass Peter eben diesen Kampf gewinnt. Ja, und damit hat eben Victor im Prinzip auf New Avalon gewonnen mit Katrinas Aufgabe, und Peter hat im Prinzip die Kontrolle auf Darkhad übernommen, was im Prinzip dann das Ende des Bürgerkriegs bedeutet. Ja. Interessant aber, dass die Klane auch hier noch eine kleine Rolle zu spielen haben. Also Jadefolgen hatten wir schon erwähnt. Da gab es ja dann auch Kämpfe noch zwischen eigentlich verfeindeten Bürgerkrieglern, also Archer Christie Forey auf der einen Seite und Adam oder Adam Steiner auf der anderen. Die haben dann zusammen gegen die Jadefolgen gekämpft und Jadefolgen auch besiegt. Und unter anderem auch auf Twycross, sehr bekannter Planet, auf dem schon auch legendäre Gefechte stattgefunden haben, gerade während der Clan-Invasion. Und am Ende des Tages einigt man sich darauf, dass die Jadefalken ihren Wunsch erfüllt bekommen, sich im Kampf mit der Innersphäre zu messen, das Ganze aber nur auf einen Planeten begrenzt wird, Blair Atoll. Warum erwähne ich das jetzt nochmal extra? Weil Adam Steiner noch eine wichtige Rolle zu spielen hat als späterer Anführer. Und er gewinnt durch diesen ganzen Feldzug gegen die Clans weiter an Popularität. Und vor allem, er wendet sich jetzt auch das erste Mal öffentlich gegen Katharine Steiner-Devien und sagt, dass es Rebellen und Gesetzlose braucht, um ihre Nation zu schützen, während sie nicht einen Mann zu seiner Unterstützung geschickt hat gegen die Klaner. Und deswegen erklärt er auch das Militia Theater als neutral im Konflikt zwischen Victor und ihrem, also und Katharine. Und damit positioniert er sich auf jeden Fall ganz klar gegen Katharine, und das ist ein sehr wichtiges Zeichen im Steiner Raum. Und genau. Schon vorher hat sich nämlich die gute Katharine mit Vlad von den Wölfen, Khan Vlad mittlerweile, Khan Vlad Ward von Clan Wolf eingelassen.
Die haben also schön mal gepimpert, zu Deutsch. Mhm. Und er steht total auf sie, kann das überhaupt nicht verstehen, dass er so ein biologisches Interesse an ihr hat, also über den reinen Sex hinaus. Aber er kann nicht anders und taucht dann auf Ark Royal auf und sagt, pass mal auf, entweder gibt ihr mir die Katharina und ich werde sie zu einer Klana machen, dann seid ihr sie los, ne? Oder ich nehme die Offensive gegen die Innersphäre wieder auf, denn der Vertrag von Tokayit ist nämlich gerade eben abgelaufen. Zufällig. Genau, und das, dann kommt es zu eigentlich einem der coolsten Moves, die ich finde, vom Victor. Ja. Nämlich nicht nur, dass, weil alle haben gedacht, naja, diesen Claner, den schickt er nach Hause und er übernimmt wieder den Thron vom quasi Federated Commonwealth. Und er macht genau quasi was, womit ich quasi, während ich den Roman gelesen habe, nicht gerechnet habe. Nämlich er sagt, okay, ich pfeife komplett auf den Thron. Sondern meine Geschwister, Peter und Yvonne, die sind jetzt die Herrscher. Die sollen abwechselnd auf New Avalon und Darkhand herrschen oder sollen sich das ausmachen, wie sie wollen. Ja, die sollen herrschen. Ich will damit nichts zu tun haben. Und lieber Vlad, nimm die Katharina und geh mit Gott, so nach dem Motto. Und das war meiner Meinung nach ein total cooler Move. Ja. Naja, und zwei Fliegen mit einer Klappe. Also die Wölfe greifen ihn in der Sphäre nicht wieder an. Vor allem, weil jetzt gerade das Federated Commonwealth nach diesem fünfjährigen blutigen Bruderkrieg total geschwächt ist. Und er ist die Giftspritze los, weil wenn er sie jetzt hätte gefangen halten müssen, wer weiß, vielleicht hätte es dann doch nochmal einen Loyalisten gegeben, der sie befreit hätte und dann wäre der ganze Scheiß wieder von vorne oder sie wäre in Revision getreten oder sie wäre als leidende Unschuldige hinter Gittern aufgetreten. Wer weiß, ne? Also ich glaube, Victor hat Größe gezeigt als Charakter, indem er sich nicht gerecht hat. Immerhin, wir erinnern uns, er hat Omi umgebracht und vor allem, oder sie hat Omi umbringen lassen. Übrigens vom selben Attentäter, der nicht nur Melissa getötet hat, sondern sogar Ryan Steiner. Und Omi hat kurz vor ihrem Tod ein Kind zur Welt gebracht. Ein Kind der Liebe. Mhm. So also auch noch eine Halbweise. Also er hätte allen Grund gehabt, seine Schwester zu töten, aber er hat es nicht getan. Und damit geht ihre Geschichte im Hintergrund weiter. Spielt auch weit auch später nochmal eine Rolle. Aber damit ist sie erstmal aus dem Rennen um die innere Sphäre. Und jetzt ist der Victor für Victor frei, oder? Jetzt kann er doch herrschen. Genau, und Victor nimmt sich selbst quasi aus dem Spiel, indem er eben abdankt und Peter und Yvonne das Feld überlässt. Und er selbst nimmt quasi seinen Job als Präsenter Martialum von Comstar wieder auf. Und Comstar sagt auch tatsächlich, okay, du darfst das, aber nur unter einer Bedingung. Du darfst dich nie wieder in die politische Sphäre, der inneren Sphäre einmischen. Und das. Der ist auch ganz froh drum, oder? Genau, im Prinzip ist er da eh froh drum, weil eigentlich will er mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben und nimmt den Job halt wieder an. Und Victor hat sich damit selbst quasi aus dem Spiel genommen. Ja. Das ja. Problem war halt, als Konsequenz des Krieges war halt leider, es gab eine Kluft im Commonwealth. Also im Prinzip das Dramatische war im Prinzip, dass die Davion-Seite und die Steiner-Seite im Prinzip durch den Krieg, durch den Bürgerkrieg eine wirkliche Kluft zwischen sich hatten, die sehr, sehr lange dauert, bis man sowas wieder schließen kann. Ne? Wenn überhaupt, genau. Wenn überhaupt. Man, auf der einen Seite schon mal ganz gut, also beide haben ihren eigenen Herrscher, es gibt jetzt nicht einen, also wenn jetzt Victor die Herrschaft über beide genommen hätte, hätten viele Steinex gesagt, oh Gott, ich habe es mit Katharina gehalten, jetzt muss ich Repressionen erwarten oder Nachteile oder Verfolgung vielleicht und das Ganze hat sich dann sicherlich jetzt für die Steinex dann, die Katharina loyalen Steinex dann wahrscheinlich besser entwickelt als unter Victor, dennoch, der Staat ist entzweit, der große Machtblock ist zerschlagen.
Er hat hunderte von Regimentern verloren. Die Kämpfe gingen ja bis auf die Milizebene runter. Das heißt, substanziell hat einfach dieser Gigant Federated Commonwealth massiv an Bedeutung verloren, beziehungsweise für die, zumindest die nächsten Jahre. Und jetzt kommt nochmal ein Element, der das wichtig ist für den nächsten Podcast, der nämlich den Stein weiter rollen lässt, oder die Kugel weiter rollen lässt zum nächsten großen Event. Durch den Verzicht und durch das Auseinanderbrechen verzichten sowohl Peter als Yvonne darauf, weiter im Sternenbund beteiligt und engagiert zu sein. Und damit hört diese Instanz auf zu existieren. Und gerade, ja, weil die anderen nicht mehr mächtig genug sind. Genau, so im Prinzip zerbricht der zweite Sternenbund genau an dem. Moment, also warum haben die beiden jeweils gesagt, sie wollen nicht mehr Mitglied sein? Was für einen Vorteil haben sie denn dadurch? Weil es im Prinzip gar nicht Vorteil, sondern sind beide natürlich ein bisschen naiv auch, ja. Und im Prinzip sagen sie, ja, die Kluft zwischen unseren beiden Völkern ist so groß, dass wir das Commonwealth nicht erhalten können. Also wie sollen wir dann im Sternenbund miteinander zusammenkommen? Ich glaube, aus Wunden lecken war auch erstmal ein wichtiges Thema. Sich auf sich selbst konzentrieren und vor allem... Wir müssen Staaten wieder aufbauen und wie du sagst, Wunden lecken, Staaten wieder aufbauen. Wie sagt man, kommerzielle Dinge wieder herstellen. Ja. Die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Wirtschaft und vor allem, in Gang bringen. Ich glaube, sie haben auch gesehen, dass durch diese ganze Situation einfach der Sternenbund war ja gewissermaßen, oder der zweite Sternenbund, eine Scharade. Ne? Der war eine Scharade, um die Clans auszuboten, um einen Clan rausnehmen zu können und die anderen Clans damit zu beeindrucken. Und dieser Bürgerkrieg hat halt gezeigt, dass es da nicht viel hinter ist, zumal es ja auch zu Grenzkonflikten mit dem Draconis-Kombinat gekommen ist, mit der Konföderation Capella. Die Kapellaner haben Tikhonov zurückgeholt, Davians haben das Kombinat angegriffen ohne Befehl, und an der Grenze zur Liga Feierrenken ist auch ganz knapp an einem neuen Krieg vorbei geschrammt. Und das hat, glaube ich, Yvonne und Peter dazu veranlasst zu sagen, wisst ihr was, das ist alles nicht echt, wir gucken jetzt erstmal auf unsere Bedürfnisse und dann sehen wir weiter. Und Blake's Word, also die Blackisten, die ja sich schon von Comstar abgespaltet hatten, die haben das sozusagen dann als Affront genommen. Vor allem, weil sie davon ausgegangen sind, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, dass sich die Völker des Sternenbundes an das Wort von Blake wenden, um sie in die goldene Zukunft zu führen. Und sie sind auf diese Witting oder auf diese Konferenz gefahren mit dieser Erwartungshaltung. Und stattdessen sagen die Beteiligten auch, wisst ihr was, wir lösen den Sternbund auf. Das war so wie, als wenn du einem, einem christlichen oder muslimischen Fundamentalisten vor dessen Augen die Bibel respektive den Koran zerreißt und ins Klo schmeißt. Ne? Na, aber ist der Sternbund nicht eigentlich eh nur eine Zusammenschluss gegen Externen gewesen? In gewisser Weise ja, aber die Blackisten haben es anders gesehen. Genau, die Blackisten haben gesehen, dass aus diesem ganzen Chaos, das die Clans gebracht haben, sich der Sternenbund formiert. Und der Sternenbund ist natürlich noch quasi ein bisschen zerrüttet. Aber deswegen wird man sich ja an sie wenden, weil die Blackisten sind ja quasi die Führer, die geistigen, spirituellen Führer. Ja. Mhm. Und was macht man in der Not? Man wendet sich an seine geistigen, spirituellen Führer und die führen einen dann ins Licht. Mhm. Und das war denen ihre Erwartungshaltung im Prinzip. Ja. Ja, und damit ist eigentlich das erste Kapitel der nächsten Geschichte halt aufgeschlagen. Und
Da muss man jetzt ein bisschen sagen, leider ist der Dschihad, der daraus entsteht, nur bruchstückhaft wiedergegeben worden. Vieles ist in Szenariobüchern oder in Hintergrundbüchern genannt worden, aber es fehlten in dieser Zeit die Romane und vor allem, weil die damaligen Führungspersönlichkeiten im Battletech-Universum so ein bisschen Tabula Rasa machen wollen. Das erinnert mich sehr daran, was jetzt mit Star Wars passiert ist. Ne? Töte die Vergangenheit, bring deine ganzen Helden um und erschaffe neue. Ne? Das war so ein bisschen das Ziel. Und da machen wir mal einen schnellen Zeitsprung um, keine Ahnung, was waren es, ungefähr 50 Jahre nach vorne und leben in einer Welt, wo Battlemechs wieder die Seltenheit sind. Vor allem, weil ja durch diese technologische Aufrüstung mit um die Clan-Invasion und durch den Sternbund-Kern, den ja die Grey Death Legion gefunden hatte, einfach die Innersphäre in Summe wahnsinnig aufgerüstet hatte in wenigen Jahrzehnten. Und dadurch diese Massenschlachten, einmal aus der Vernichtung der Smokejaggers, aber halt auch des FATCOM-Bürgerkrieges dann entstanden sind. Und ich glaube, da waren auch die Autoren einmal ein bisschen müde nach diesem Klimax und auch viele Leser und keiner hatte mehr Bock auf dieses Hunderte von Mechs peilen aufeinander und bringen sich gegenseitig um und am Ende stehen nur noch drei, sondern man wollte wieder so ein bisschen back to the roots. Ein einzelner Mech ist ein Machtfaktor, der einzelne Krieger zählt und nicht die Legionen. Das haben sie nur ein bisschen hemdsärmlich gemacht. Da werden wir beim nächsten Mal dann genauer drauf eingehen. Weil eigentlich finde ich die Idee vom Dschihad großartig, nur war er seinerzeit nicht toll umgesetzt. Und jetzt erscheinen aber immer wieder mal neues Material, um halt auch diese Zeitalter besser auszuleuchten, um sie vernünftig zu füllen. Genau, wohl. Ich muss sagen, also die guten Geschichten enden mit mir, bei mir. Mit diesem Höhepunkt ein bisschen. Es gibt dann schon im Prinzip Storylines, die mir gefallen während diesem Dschihad oder so, ja, also diverse Bücher, die interessant sind und Geschichten, die interessant sind. Aber es ist dann, ja, und das sehen, glaube ich, viele Fans so, nicht mehr mein Battletech dann. Genau, also waren für viele die Klaner schon so ein Schisma, war es der Dschihad definitiv. Ich muss sagen, ich habe ein paar Dark Age Romane gelesen. Ich fand die ich gelesen habe, sehr angenehm, auch wenn ich nie Fan geworden bin, aber sie waren deutlich besser als ihr Ruf. Liegt daran, dass ich sie mit 10 Jahren Abstand gelesen habe und sehr viel Schlechtes gehört hatte, mit der entsprechenden Erwartungshaltung rangegangen war. Aber du musst dich sagen, ey, so übel sind die gar nicht. Man muss sich halt darauf einlassen. Aber ist der Dschihad der Dark Age dann? Ich dachte, der Dark Age ist später. Dark Age ist die Folge vom Dschihad sozusagen. Genau, ja. Und der Dschihad ist eigentlich nur so, oh, World Blacks hat alles in die Steinzeit gebombt und daraus ist dann die Republik der Inneren Sphäre und das Dark Age entstanden. Punkt. Also so wirkte es für viele Zeitgenossen damals, als sie diesen Sprung gemacht haben. Genau, ja. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da im Dark Age erfahren. So ist es. Aber für heute, sage ich mal, sind wir, glaube ich, am Ende. Ja. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Nee. Nee, also mir fällt nichts mehr. Ach doch, 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 doch. Ja, danke für den Hinweis. Das machen wir mal gleich. Also, ach so, okay. Ich meine jetzt zum Thema ergänzen. Nee, zum Thema nichts mehr, da habe ich nichts mehr. Okay. Dann, das nächste Mal geht's dann weiter mit dem Dschihad. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, wollte Story noch einen Gruß loswerden. Genau. Ich wollte mich nochmal ganz lieb bei den blau-weißen Strategen aus München bedanken, bei denen ich am letzten Wochenende zu Gast war. War ein toller Samstag, tolles Szenario, nette Leute, anspruchsvoller Kampf. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Im Februar gibt's ja nochmal die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass dann auch die Hamburger dann zu Gast sein werden. Da gab es ein paar, die das avisiert haben, dass wir ein großes, tolles Treffen, weil auch die Hamburger ganz tolle Battletech-Community, ich habe sie Anfang des Jahres, ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ich freue mich schon wie Bolle. Jetzt habe ich Lust auf einen Hamburger. Fischbrötchen.
Aber oder Olli kurz abgehakt, weil er sagte, das nächste Mal ist im Februar. 22. Februar, genau. Genau. In München. In München. Okay, dann. Danke an euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das war jetzt wieder ein etwas längerer Podcast. Ich fürchte, wir haben jetzt gerade die 2 Stunden knapp geschafft, so in dem Dreh. Nicht ganz. Dafür sind wir auch sehr tief gegangen. Danke an Hoshi. Danke dir. Und danke an Olli. Klar, gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Bis denn. Ciao. Ciao. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.